Moin, hier ist Robert und heute wird es absolut verrückt, denn heute werde ich dir verraten, warum du nicht mehr Reichweite mit deinem LinkedIn-Content bekommst. Ich werde dir verraten, warum fast alle meine Posts mittlerweile über 10.000 Ansichten und mehr haben und das völlig unabhängig von meiner Kontaktanzahl. Ich werde dir verraten, wie du diese Reichweite in planbare Anfragen umwandeln kannst und vor allem zeige ich dir, wie du deinen ersten viralen Post auf LinkedIn schreiben kannst, unabhängig davon, wie groß dein Netzwerk im Moment ist. Wenn du also mehr Reichweite auf LinkedIn durch deinen Content erzielen willst, dann solltest du diese Folge unbedingt bis zum Ende ansehen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Bevor wir heute starten, würde ich mich extrem freuen, wenn du der Folge ein Like da lässt für den YouTube-Algorithmus. Und jetzt würde ich sagen, können wir direkt starten. Die große Frage ist doch, warum erzielst du nicht mehr Reichweite mit deinem LinkedIn-Content, obwohl du regelmäßig vielleicht schon postest? Ja, liegt es am bösen LinkedIn-Algorithmus oder hat es vielleicht andere Gründe? Ja, und vielleicht hattest du schon mal einen Post mit 10.000 Ansichten und mehr. Vielleicht ist es auch etwas, woran du gerade arbeitest, das zu erreichen. Und tatsächlich durften wir in den letzten Monaten hunderten Kundinnen und Kunden bei dem Thema Content auf LinkedIn helfen und konnten natürlich ganz genau sehen, was gut funktioniert und was nicht funktioniert. Und heute möchte ich dir gerne verraten, was wir beobachtet haben, was so die größten Fehler sind, warum bei vielen die Reichweite stagniert und warum der Algorithmus am Ende überhaupt nichts damit zu tun hat. Denn tatsächlich gibt es so eigentlich zwei Typen, wenn man auf LinkedIn unterwegs ist. Und der erste Typ ist tatsächlich, und das ist glaube ich ganz normal am Anfang zu starten, dass man einfach nach Bauchgefühl postet. Ich glaube, du hast natürlich verstanden, dass du Content liefern musst, der deine Zielgruppe interessiert. Ja, dass du bestenfalls natürlich so ein bisschen den Gedanken des Content-Magazins nutzt und sagst, hey, für die Themen, was weiß ich, Leadership und Karriere poste ich Themen oder Themen zu Social Selling und LinkedIn. Immer abhängig natürlich zu den Themen posten, die deine Zielgruppe am Ende interessieren. Das ist aber am Ende häufig am Anfang etwas, was man nach Bauchgefühl tut. Dann kommt die zweite Phase und der zweite Typ, dass man eigentlich anfängt zu recherchieren. Das bedeutet, dass man in die Tiefe einsteigt und gerade auch Online-Tools einfach nutzt und guckt, was interessiert meine Zielgruppe eigentlich und was gibt es da schon? Gibt es dazu Artikel? Gibt es dazu YouTube-Videos? Gibt es dazu irgendwie Podcast? Und denn tatsächlich, diese ganzen Medien haben diese Hausaufgaben schon gemacht, auch attraktive Titel zu entwickeln, bei denen man sich auf jeden Fall inspirieren lassen kann und gucken kann, hey, was funktioniert für meine Zielgruppe eigentlich richtig professionell? Und wenn man das einmal verstanden hat, dass man das Ganze recherchieren kann und dass es dazu schon extrem viel Material gibt, kommt eigentlich so die größte Erkenntnis, dass Content auf LinkedIn nichts anderes als Werbetexten ist. Und das ist tatsächlich etwas, was ich immer so faszinierend finde, dass bei wenigen Kundinnen und Kunden irgendwie heute erst angekommen ist, dass viele aus dem Bauch heraus irgendwie anfangen, Content zu schreiben und sich dann wundern, dass er nicht direkt irgendwie viral geht oder durch die Decke geht. Denn tatsächlich muss man sich einfach eingestehen, das ist so, als ob man das erste Mal irgendwie auf Skiern steht. Und tatsächlich bin ich jemand, der nicht Skifahren kann, sodass ich vor einem Jahr wirklich das erste Mal auf Skiern stand. Und ich hätte mir ja niemals irgendwie anmaßen würden, dass ich direkt von der, was weiß ich, schwarzen oder rote Piste gibt es wahrscheinlich auch, runter hätte brettern können, sondern dass ich erstmal auf dem Zauberteppich Pizza und Pommes lernen muss. Ne? Und so ist natürlich bei dem Thema Content auch. Es ist Werbetext eine völlig eigene Disziplin, Leute werden da drin ausgebildet und das ist etwas, was bei mir auch so Klick gemacht hat und meine größte Erkenntnis auch war, hey, wenn ich in dem Thema Content auf LinkedIn unterwegs bin, bin ich in dem Thema Werbetexten direkt unterwegs. Was haben wir gemacht? Wir haben uns wirklich alle Bücher bestellt als Team, die es, glaube ich, zu dem Thema Werbetexten gibt und wirklich die nach und nach durchgearbeitet und gelernt. Wirklich Bücher, die es seit 30, 40 Jahren gibt, woran sich nichts geändert hat. Denn tatsächlich einen Text für eine Zeitung vor 30 Jahren zu schreiben, ist genau das gleiche wie heute wie für LinkedIn, weil es eigentlich zeitlose Prinzipien sind, die man irgendwie verstanden haben muss. Und die größte Erkenntnis werde ich dir jetzt direkt mitgeben aus all diesen Büchern und was du daraus machen kannst, was am Ende wirklich darüber entscheidet, ob deine Posts 5.000, 10.000, wenn nicht sogar 30.000 Ansichten bekommen, wo ich auch Beispiele heute mitgebracht habe.
Nachdem wir die ganzen Bücher bestellt haben, ist tatsächlich ein Buch extrem rausgestochen und das war Breakthrough Advertising. Ich weiß gar nicht, ob es 20, 30 oder sogar 40 Jahre alt ist. Es wird mittlerweile nicht mehr gedruckt und für über $200 und mehr gehandelt. Es bedeutet, es ist gar nicht so einfach, an dieses Buch heranzukommen. Das Beste ist, du brauchst es dir nicht bestellen, denn ich werde dir verraten, die größte Idee, die ich daraus hatte, die unseren Content komplett verändert hat. Und das war die Tatsache, dass Eugene Schwartz, der Autor des Buches, gesagt hat, die meisten Leute versuchen, Themen im Anführungszeichen zu erfinden, über die sie schreiben. Das Beste, was man aber im Werbetexten und im Copywriting machen kann, ist einfach in Konversationen deiner Zielgruppe, die sie sowieso im Kopf haben, einzusteigen. Und das ist so ein simpler Satz, aber wenn man den einmal verstanden hat, und ich werde jetzt auch gleich zeigen, was wir daraus gemacht haben, wird es fundamental deinen Content verändern. Lass es nochmal kurz sacken, wirklich. Das beste Werbetexten oder das beste Copywriting besteht darin, in Konversationen deiner Zielgruppe einfach einzusteigen. Wenn du das hinbekommst, dann brauchst du dir nie wieder Sorgen machen, dass du nicht die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe bekommst. Und wie das Ganze funktioniert, werde ich dir jetzt herunterbrechen. Ab jetzt solltest du ganz genau aufpassen, denn ab jetzt wird es wirklich pures Gold. Ich werde dir nämlich 5 Möglichkeiten geben, um in Konversationen deiner Zielgruppe einzusteigen. Und ich werde dir direkt 5 Beispiele mitgeben, die hier auch eingeblendet werden und wie gut diese funktioniert haben. Und die erste Möglichkeit, um in Konversationen deiner Zielgruppe im Kopf einzusteigen, ist tatsächlich in Glaubenssätze aufzuspringen. Und das beste Beispiel, was ich jetzt gerade aktuell hatte, ist tatsächlich die Überschrift gewesen, LinkedIn-Werbung ist viel zu teuer und funktioniert nicht. Und das war tatsächlich ein Gedanke, beziehungsweise etwas, was ich immer wieder gehört habe von Leuten, die schon mal LinkedIn-Werbung ausprobiert hatten. Das bedeutet, ich habe einfach das als Überschrift meines Posts genommen und wusste, dass alle Leute, die schon mal LinkedIn-Werbung geschaltet haben, ich die Aufmerksamkeit dadurch bekomme. Und zum anderen erreiche ich auch Leute, die vielleicht noch nicht LinkedIn-Werbung geschaltet haben und sich so ein Stück weit damit bestätigt fühlen, dass es einfach zu teuer ist und sich nicht lohnt. Nur alleine diese Überschrift hat genau die richtigen Leute gecatcht, die ich haben wollte, die sich alle für LinkedIn-Werbung interessiert haben. Ergebnis am Ende war, Stand heute, fast über 7000 Ansichten. Aber das Spannende daran ist, dass es halt 7000 Ansichten sind für ein super spezifisches, fachliches Thema. Und so viele Ansichten, damit hätte ich tatsächlich selbst nicht gerechnet, weil bei persönlichen und unkomplizierten Inhalten kriegt man das häufig hin. Aber für so ein fachliches Thema so viele Ansichten zu bekommen, ist schon relativ selten. Das bedeutet, erste Möglichkeit, um am Ende wirklich in Konversationen deiner Zielgruppe einzusteigen, ist, über bestehende Glaubenssätze am Ende zu gehen. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit und das ist tatsächlich eine meiner Favorites, wo man so ein bisschen Lust drauf haben muss, das Ganze zu machen. Tatsächlich das Thema persönliche Gemeinsamkeiten. Das ist ein Winkel, den ich immer wieder spiele oder eine Möglichkeit, die ich auch immer wieder gerne spiele. Schönes aktuelles Beispiel war das Thema Scheiß auf Business Content, die Grillsaison hat angefangen. Und tatsächlich ist es einer der Posts, der letzten 5 Posts, der extrem durch die Decke gegangen ist. Ich glaube 33.000 Ansichten. Aber warum jetzt? Einfache Antwort ist, dass ich glaube, ich persönlich und auch die Deutschen Grillen einfach lieben, ja. Und das war etwas, was beim Brainstorming einfach hochgekommen ist. Was ist ein Thema, was einfach jeder in Deutschland liebt? Und dann sind wir irgendwann auf Grillen gekommen, weil ich tatsächlich hier in Spanien gerade den Grill angeschmissen hatte und einfach wusste, wenn ich einen Post dazu mache, dann wird er durch die Decke gehen. Und das, was ich dir wirklich mitgeben möchte, und das ist so ein bisschen wirklich, ich will es nicht als Gold aufladen, aber ist es am Ende, zu verstehen, was interessiert möglichst viele Menschen. Und wenn du das Thema dann in die Businesswelt noch transferiert bekommst, ja, dann knallt so ein Post immer. Und es liegt nicht am Algorithmus oder irgendwie sonst was, sondern wenn du Themen findest, die viele Menschen interessieren, dann wird dein Content auch knallen. Die dritte Möglichkeit ist, Neugier zu wecken, weil tatsächlich einer der psychologischsten Trigger, die die meisten Menschen wirklich catcht, ist einfach Neugier. Und ein Post aus der letzten Zeit, den ich dazu geschrieben habe, war das Thema der wahre Grund, warum du noch kein Unternehmer bist. Und das Thema ist einfach, es weckt direkte Neugierde. Ja, alle Leute, die vielleicht überlegt haben, irgendwie unternehmerisch tätig zu werden, werden dadurch so getriggert und gesagt so, warum bin ich noch kein Unternehmer? Ja, und das verrate ich dann in dem LinkedIn-Post. Ich glaube, der Post hat, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, 11.000 Ansichten bekommen.
siehst du auch hier direkt eingeblendet. Und das hat halt extrem gut funktioniert, über Neugierde zu gehen. Das bedeutet auch psychologisch, Neugierde funktioniert einfach immer, weil die Leute natürlich am Rechner sitzen zu Hause und sich so überlegen, ey, was fehlt mir noch, damit ich ein Team aufbauen kann? Was muss ich irgendwie noch machen, damit ich irgendwie mit meinem Unternehmen weiter wachsen kann? Also Neugier, auch immer ein extrem guter Winkel bzw. Möglichkeit, um in Konversationen einzusteigen bzw. Aufmerksamkeit zu bekommen. Jetzt eine coole Möglichkeit ist, ein Statement zu machen, wo deine Zielgruppe zustimmt. Ja? Und ein schöner Post dazu war, wo ich tatsächlich nicht wusste, ob der funktioniert oder nicht, meine Kennzahlen auf der Arbeit, Freude und keine Kopfschmerzen. Und was passiert, wenn ich sowas sage? Ich glaube, dass meine Zielgruppe einfach vor dem Rechner sitzt, diesen ersten Satz liest und sagt, so ist es, dem stimme ich zu. Und dann glaube ich auch, ohne den weiteren Post zu lesen, einfach dem Ganzen ein Like geben, weil sie dem Ganzen zustimmen. Und die Zahlen lügen in dem Fall nicht. Der Post hat über 14.000 Ansichten bekommen und ganz viele Leute haben in den Kommentaren einfach bestätigt, dass es auch ihre Kennzahlen sind, in abgewandelter Form ihre Kennzahlen sind. Und es ist wirklich so ein zustimmendes Statement, wo deine Zielgruppe einfach vor dem Rechner sitzt und sagt, so ist es. Na. Und die fünfte und letzte Möglichkeit ist tatsächlich relativ simpel, ja. Eine Frage zu stellen, bei der auch sozusagen deine Zielgruppe zustimmen würde. Also häufig, und du siehst es bei diesen ganzen Sachen, ist Zustimmung einer der größten Faktoren, um wirklich am Ende die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe zu bekommen. Und ein super aktuelles Beispiel, was mir gut gefallen hat, wo ich auch nicht gedacht hätte, dass er so gut funktioniert, ist jedes Wochenende das Gleiche tun und trotzdem glücklich sein. Ja, und ich glaube, jeder in meiner Zielgruppe ist so, ey, ich bin auch so ein Routinenmensch, ja, das ist voll mein Thema. Ich gehe auch jeden Tag ins Fitnessstudio, ins gleiche Restaurant und trinke die gleichen Getränke und stimme mir auch da direkt zu. Und das zeigt einfach diese Power, wenn du in die Konversation und in die Gedanken deiner Zielgruppe einsteigst und eigentlich nur das formulierst, was sie jeden Tag denken. Also das bedeutet, bei allen fünf Möglichkeiten sind es alles Gedanken, die meine Zielgruppe so entlang des Weges in ihrem Alltag haben. Und ich habe es einfach nur geschafft, diese Sachen zu Papier zu bringen, wo sie entweder zustimmen, wo Neugierde geweckt wird oder wo vielleicht eine persönliche Gemeinsamkeit ist oder ein Glaubenssatz, in dem sie schon länger glauben. Und alleine, wenn du diese fünf Möglichkeiten dir mal runterschreibst und wirklich in dieser Dimension dir überlegst, ja, was könnten Themen sein, die deine Zielgruppe interessieren, in der Dimension Glaubenssätze, in der Dimension persönliche Gemeinsamkeiten, in der Dimension Neugier, in der Dimension zustimmendes Statement oder Fragen, die du deine Zielgruppe sozusagen stellen könntest, wo sie auch zustimmen würden, es wird dein Content komplett verändern. Und ich werde dir verraten, was seitdem passiert ist, ja, wenn du diese Methodik bzw. diese fünf Möglichkeiten auch sauber umsetzt. Vielleicht gebe ich mit der heutigen Folge ein bisschen zu viel raus, denn tatsächlich alle unsere erfolgreichsten Posts waren auf Grundlage dieser fünf Möglichkeiten geschrieben und führen eigentlich konstant zu 10.000 Ansichten und mehr. Und das ist einfach unglaublich cool zu sehen. Das bedeutet, wenn du dich wirklich an diese fünf Möglichkeiten hältst und deinen ersten viralen Post landest auf LinkedIn mit vielleicht 10.000 Ansichten und mehr, schreib mir gerne, würde mich extrem freuen. Denn als wir unser Modell und unsere Content-Strategie auf wirklich diese fünf Möglichkeiten gedreht haben, hat sich unser kompletter Content radikal und die Reichweite verändert. Fast alle Posts haben über 10.000 Ansichten und mehr bekommen, außer extrem fachliche Posts, sowas wie LinkedIn-Werbung interessiert halt auch nur eine ganz kleine Anzahl von Leuten. Alle anderen Themen darüber hinaus erreichen wir halt extrem viele Menschen. Unsere Reichweite ist wirklich exponentiell seitdem gewachsen. Das Coole daran ist, dass man halt wirklich in diese Konversation seiner Zielgruppe einsteigt und die Gedanken führt auch dazu, dass die Leute sich extrem verbunden mit einem fühlen und am Ende auch Anfragen darüber entstehen. Das bedeutet, ich muss gar nicht groß was machen. Ich habe immer das Gefühl, beziehungsweise kriege auch diese Nachrichten, dass Leute sagen, hey Robert, du hast mir im letzten Post so aus der Seele gesprochen, ich wollte mich mal bei dir melden und mal horchen, wie irgendwie das aussieht, was ihr so tut. Und das ist halt extrem cool. Und das ist am Ende eigentlich die ganze Magie. Natürlich, denk an das Skifahren, wird nicht dein erster Post durch die Decke gehen. Aber wenn du dich wirklich religiös an diese fünf
Dimensionen hältst, wirst du in den nächsten Wochen signifikante Unterschiede in deinem Content am Ende beobachten dürfen. Falls du Lust hast, wirklich richtig in die Tiefe bei dem Thema einzusteigen, Content und halt mehr Reichweite haben willst, dann schau dir gerne mal unsere Ultimate Content Academy an. Da ist das wirklich nur ein kleines Kapitel, um wirklich virale Posts auf LinkedIn zu schreiben und richtig Spaß zu haben und planbar darüber Anfragen zu erhalten. Alle Details dazu findest du unten in der Infobox. Wenn dir das Video heute gefallen hat, würde ich mich extrem über dein Like dalassen. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere gerne diesen Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge am nächsten Montag um 15:30 Uhr. Bis dann. Same time next week? Same time next week. All right.